Engagement im Intranet ist ein total spannendes und wichtiges Thema. Und gerade in der Anfangsphase uns ist aufgefallen, dass das alles noch sehr verhalten war. Offenbar haben sich wenige getraut. Die, die sich getraut haben, waren schon eher die, die eh schon so ein bisschen lauter und auch ein bisschen vielleicht manchmal rauer waren. Und dann haben wir uns das Thema Netiquette nochmal vorgeknüpft und haben das verbunden mit nicht nur einfach, wie möchten wir miteinander umgehen, sondern auch gesagt, dass wir miteinander reden wollen, dass wir diskutieren wollen. Wir haben diese Themen verknüpft auf eine sehr nette und charmante Weise. Und das ist eigentlich ein Mini-Mini-Hebel gewesen, der aber echt viel gebracht hat, weil daraufhin konnten wir feststellen, es wurde häufiger kommentiert und viel wertschätzender, die Diskussionen wurden deutlich konstruktiver. Also das war ein kleines Ding, das aber ganz, ganz viel gebracht hat. Wir versuchen auch immer ein bisschen soziale Komponente, also Socializing-Komponenten reinzubringen, die über das Fachliche hinausgehen, so leichtere Themen, unterhaltsamere Themen, wie zum Beispiel Adventskalender oder auch ein Fotowettbewerb mit Urlaubsbildern. Wir haben festgestellt, dass da das Engagement groß ist und dass sich dann da auch einige trauen, die sonst eher zurückhaltender sind, auch mal zu kommentieren und zu liken oder sich auch selber aktiv dran zu beteiligen. Wir haben bei uns im Intranet rund 800 Seiten und ungefähr 90 Beiträge pro Woche. Das ist eine wahnsinnige Informationsflut. Und da müssen wir halt immer gucken, wie kommt denn tatsächlich die Info genau dahin, wo sie hin soll. Und deswegen gucken wir uns immer die Informationsarchitektur an. Können wir da an kleinen Sachen vielleicht was schrauben, ein bisschen was am Layout drehen. Wir haben Seitensets entwickelt, die helfen sollen, sich in den Fachbereichen besser zurechtzufinden. Wir gucken auch immer wieder, welche Formate und welche Tools funktionieren auf welchen Seiten und in welchen Bereichen. Es gibt Bereiche, wo Foren wunderbar funktionieren und es gibt Seiten, wo das überhaupt gar nicht funktioniert. Und da muss man sich halt fragen, okay, warum funktioniert es da nicht? Was könnte da alternativ funktionieren? Wie kriegt man die Info dahin? Welche Ziele möchte man da erreichen? Und so entwickeln wir auch immer mal wieder neue Formate oder probieren zumindest ganz viel aus. Inzwischen gibt es einen Vertriebspodcast. Es gibt ein Videoformat, wo wir Marketingthemen erklären. Und da gucken wir halt immer mal wieder, was könnte funktionieren, dass die Information auch tatsächlich immer wieder da auch hinkommt, wo sie hin soll.